Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu unserem Online-Seminar Endbeschichtungen im Innenraum. Es freut mich, dass Sie die nächsten Minuten sich mit mir zusammen jetzt diesem Thema annehmen. Kurz zu meiner Person. Mein Name ist Markus Haverland. Ich bin bei der Firma Böhmerbau mit als Produktmanager tätig, dort für den Fachbereich wir mit dem Verbundsystem, Farben und Oberputze, also dem Bereich, was wir heute als Thema mit dabei haben. Und ich möchte Ihnen das über drei Oberpunkte jetzt in den nächsten Minuten erörtern. Wir fangen natürlich an mit der Grundierung. Grundierung, was ja die Basis darstellt. Ich sage Ihnen etwas über Spachtelmassen und dann gefolgt von der wichtigsten Komponente, die Komponente, was ja dann am Ende die sichtbare Schicht darstellt, die Beschichtung mit der Innenfarbe. Erster Schritt, Grundierung. Grundierung, ein sehr wichtig zu beachtender Punkt, um eine gute Qualität im gesamten Beschichtungsaufbau garantieren zu können. Kann Ihnen auch sagen, ich bin ja Handwerker vom Beruf, ich habe es Mal- und Lackiererhandwerk gelernt und da war es schon von der ersten Stunde an das Motto, deine Beschichtung kann nur so gut sein, wie die Untergrundvorbereitung getroffen worden ist, wie das gewissenhaft durchgeführt worden ist. Ein schönes Beispiel, weil wir brauchen ja einen Untergrund, der, wo unsere Endbeschichtung, unsere Spachtelmasse gute Anhaftung findet. Schönes Beispiel aus dem Alltagsleben ist ja, nehmen Sie Sommerreifen, wo selbst wenn Sie gute Reifen haben, ja, oder wenn Sie gute Reifen haben, ja einen guten Kontakt zur Straße herstellen, was Ihnen aber im Winter nichts nützt, weil die Sommerreifen dann zu wenig Grip bekommen. Sie gleiten, sie rutschen, sie schlittern auf der Straße, erfüllen nicht den Zweck. Und ähnlich kann man es sehen bei uns mit dem Untergrund. Wenn der Untergrund nicht diese Möglichkeit vorweist, dass eine gute Anhaftung für Spachtelmassen oder für Farbanstriche vorliegen kann, hilft selbst das teuerste Produkt nichts, um hier ein genügend zufriedenes Ergebnis zu erreichen. Deswegen der Punkt Grundierung. Bitte immer besonders viel Augenmerk darauf legen, eigentlich einer der wichtigsten Punkte, war, um einen sehr guten Anstrichaufbau am Ende erzielen zu können. Weil, wann muss grundiert werden? Warum müssen wir grundieren? Ich habe Ihnen jetzt Beispiele hier dabei. Das kennen wir im Innenraum bestimmt alle. Ein Klassiker als Untergrund, was wir vorfinden, Gipskartonflächen. Wenn in der Regel in der Qualitätsstufe 2 ausgeführt, Qualitätsstufe 2 heißt ja, ich tue die Fugen verfüllen, klette sie, dass sie dann eine genügende Ebenheit haben, verfüllt dann noch die Schraubenlöcher und habe dann einen Untergrund, der in der Regel mit einem Anstrich sehr gut versehen werden kann. Hier brauche ich die Grundierung, um eine einheitliche Saugfähigkeit darzustellen. Wir haben den Fakt, wenn Sie das so belassen, auf den Kartonflächen haben wir eine andere Saugfähigkeit wie auf den Spachtelflächen, die in der Regel aus gipsbasierenden Materialien hergestellt sind. Bedeutet am Ende, wenn ich hier direkt mit einem Anstrich ohne Grundierung auftrage, habe ich am Ende eine Fleckendarstellung, die besonders bei seitlicher Betrachtung stark störend auffallend ist. Also hier ist eine Grundierung Pflicht. Das andere, wenn der Untergrund schon Kreidung zeigt, sehr leicht zum Feststellen, für jeden gut erkennbar, einfach hier, das ist unser Werkzeug dafür, mit der Hand drüber fahren und wenn ich wie hier an dem Beispiel Abkreidespuren auf der Handfläche erkennen kann, muss die Oberfläche vorbehandelt werden. Wir haben hier eine mehlige Schicht auf der Oberfläche, die als Trennschicht für nachfolgende Beschichtungen dient oder sich so darstellt. Das heißt, jeder Anstrich, was hier aufgetragen wird, kann kinderleicht, ähnlich wie bei einer Tapete, wieder abgezogen werden. Mit der Grundierung erreiche ich hier eine gute Oberflächenfestigkeit, die womit das dann unterbindet und die kreidende Schicht dann so stark einbindet, dass hier ein sehr stabiler Untergrund für Nachfolgebeschichtungen vorhanden ist. Da habe ich Ihnen ein schönes Beispiel, wir werden ja manchmal auch dazu gerufen. Das war jetzt ein sehr gutes Beispiel, wo eine Grundierung, ein Unterlassen einer Grundierung zum nicht gewünschten Ergebnis führt. Es kam ein Anruf, ich habe von euch die sehr gute Farbe verwendet, habe sie gestrichen und der Kunde hat hier einen Tesafilm drauf und dann konnte man die Farbe, wo dann das Tesa entfernt worden ist, in großen Schichten wieder entfernen. Zuerst macht man sich Gedanken, was kann die Ursache sein? Bei der Farbe kann es nicht liegen, weil die Funktion sehr gut erfüllt wird von diesem Produkt. Vor Ort wurde dann festgestellt, da wo sich die Farbe ablöst, Sie sehen es hier an diesem Finger, hat sich eine kreidende Schicht darunter befunden. Und wenn man die noch anfeuchtet, wird diese Schicht noch labiler. Also hier haben wir einen Untergrund, der wo keine weiteren Beschichtungen dauerhaft aufnehmen kann.
Hier ist Grundierung Pflicht. Jetzt natürlich die Frage, was für eine Art von Grundierung wird hier verwendet? Also wir verwenden hier farblose Grundierungen, die in der Regel die Saugfähigkeit reduzieren, in einem Maße reduzieren, dass ein Anstrich hier in bester Weise aufgetragen werden kann und die, sehr wichtig, wie dieses Beispiel hier zeigt, eine Oberflächenverfestigung durchführen. Oberflächenverfestigung heißt, die Grundierung dringt in die Poren, in die Oberfläche des Putzuntergrundes oder in diese Mürbenschicht ein, härtet aus und stabilisiert dann diese Oberfläche dann dadurch, sodass hier eine gute tragfähige Oberfläche dann vorzufinden ist. Wir haben verschiedene Arten von Grundierungen, die diese Eigenschaften erfüllen. Ich zeige Ihnen gleich einmal unser Premium-Produkt mit dem Multiprimer, eine ultrafein disperse Hydrosol-Tiefgrund. Ultrafein dispers bedeutet, dass hier sehr kleine Elementarteilchen vorliegen, die gut in den Untergrund eindringen können und dadurch eine sehr gute Oberflächenverfestigung bewirken. Das Produkt ist leicht grün eingefärbt. Es hat den Hintergrund, dass Sie immer gut erkennen können, wo grundiert wurde. Gerade also Multiprimer ist auch im Außenbereich ideal einzusetzen, gerade da sehr wertvoll, weil da ist es ja noch elementar wichtiger, dass die Grundierung zu 100% auf der Oberfläche aufgetragen wird. Wir haben auch ein Produkt für Flächen, wie jetzt Gipskartonflächen, wo die hohe Eindrangtiefe nicht zwingend notwendig ist, wo eher wirtschaftlich interessant ist, unseren Easy Primer, auch in der farblosen Variante, falls Sie jetzt doch eine Tiefgrundierung bevorzugen, die eher jetzt da kein eigenes Bild zeigen soll. Also die ideale Grundierung für den Innenbereich. Auch ein kleiner Hinweis, ist zwar jetzt heute nicht das Thema, aber falls die Frage mal aufkommt, für den Außenbereich nur bedingt zu empfehlen, hat den Hintergrund, weil diese Teilchengröße doch größer ist im Vergleich zum Multiprimer, bedeutet, dass die Eindringtiefe nicht so groß ist, was im Außenbereich doch mehr Bedeutung hat. Und dann haben wir eine auf mineralischer Basis, auf Silikatbasis, vorwiegend einzusetzen auf mineralischen Untergründen, die ungestrichen sind. Also klassischer sind, wenn Sie in einem Kalkputze verwenden, sollte eine Grundierung durchgeführt werden, um auch im Anstrich das beste mögliche Ergebnis zu erzielen. Und da empfehlen wir Ihnen unsere Sanova Primer, weil Sie dann in der artgleichen Produktgruppe bleiben und dadurch dann das Bestmöglichste im Aufbau dann gewählt haben. Und eine Neuheit darf ich Ihnen noch vorstellen, bei uns jetzt in diesem Jahr neu im Produktportfolio, unser Gel Primer Pure. Da greifen wir einen Trend auf, der in Zukunft noch mehr Beachtung finden wird. Den Trend, dass man auf Biozide, Wirkstoffe mehr und mehr verzichten will. Weil wir haben hier auch ein Kunststoffdispersionprodukt und Kunststoffdispersionsprodukte benötigen im Lieferzustand Konservierungsmittel. Ähnlich wie bei Lebensmitteln, wenn Sie im Essiggurkenglas Konservierungsmittel haben, werden Sie nach ca. 3-4 Wochen schon Bakterien, Falten, Form der Schimmel und so weiter vorfinden können. So haben es wir hier auch. Aber gleich zur Beruhigung, diese Wirkstoffe, was eingesetzt werden, unterliegen streng gesetzlichen Vorgaben, sind unbedenklich. Aber nichtsdestotrotz ist weiterhin der beste Weg, wenn man sie gar nicht benutzt. Deswegen, es gibt hier neue Arten, das zu unterbinden. Mit unserem Gel Primer Pur erfüllen wir das. Also eine dispersionsgebundene Grundierung, frei von Bioziden, Wirkstoffen. Und dann haben wir noch ein weiteres Plus, weil da war unsere Prämisse, wenn, dann wollen wir wirklich ein Highlight Ihnen dann präsentieren im neuen Jahr. Das Ganze ist in gelartiger Konsistenz. Bedeutet in der Verarbeitung einen tollen Vorteil. Stellen Sie sich vor, an der Konsistenz, wenn Sie den Deckel aufmachen, wie ein Haargel, also sehr dickflüssig. Der Vorteil ist, Sie können es toll mit einem Roller auftragen, ohne dass ein großes Abtropfverhalten da ist, ohne dass Sie, wenn Sie das in der Decke machen, Sie selber dann auch wissen, wie Grundierung schmeckt. Das Ganze kann mit dem Roller sehr gleichmäßig und gut aufgetragen werden und hat dann auch noch den Vorteil, es ist ja eine gelartige Schicht dann auf der Oberfläche vorhanden, die wo dann in den Untergrund eindringt, penetriert und dadurch dann auch eine sehr hohe Eindringtiefe garantiert. Also zwei Pluspunkte. Wir haben ein biozidfreies Produkt und haben dann zeitgleich auch noch eine gesteigerte Eigenschaft, was die Eindringtiefe betrifft. Jetzt ist natürlich die Frage, ich habe es ja schon kurz angesprochen, wieso gibt es so viele Grundierungen?
Der Zweck wird doch schon mit einer allein erfüllt. Hier nochmal die Zusammenfassung für Sie als grobe Richtschnur. Wann, was? Unser Multiprimer für die hohe Eindringtiefe. Die Gelprimer pur mit demselben Eigenschaftsprofil, mit dem Vorteil, dass die Verarbeitung andersartig ist, nach meiner Ansicht einen Vorteil bringt, weil es bequemer zum Verarbeiten geht mit der gelartigen Konsistenz. Dann haben wir beim mineralischen Gebiet unser Sanova Primer, wie gesagt, besonders gut einsetzbar bei ungestrichenen Kalkputzen. Und wenn Wirtschaftlichkeit ein Thema ist, gerade auf Gipskartonplatten, wo die hohe Eindringtiefe nicht zwingend gefordert ist, kann auch mit einem Easy Primer dann das Ganze dann bearbeitet werden. Gut, Thema Grundierungen. Soweit, so gut. Wie Sie ja sehen, die Untergrundvorbereitung, die enorm wichtig ist, ist kein großes Hexenwerk, ist sehr simpel in der Ausführung. Also Untergrund reinigen, wenn notwendig, danach grundieren und schon haben Sie die Oberfläche so vorbereitet, dass Folgebeschichtungen darauf aufgebracht werden können. Und da gehen wir jetzt zum nächsten Schritt, was als Folgebeschichtung dann folgt. Spachtelmassen. Spachtelmassen, was im Innenbereich sehr oft Verwendung finden. Zum einen wieder dieses Beispiel Gipskartonflächen. Eine Gipskartonfläche ohne Spachtelung ist nicht vorstellbar. Also da ist eine Spachtelung immer das verbindliche Glied, um das Ganze zur Fertigstellung zu bringen. Hier haben wir verschiedene Oberflächengüten, die will ich Ihnen mal kurz vorstellen, wo von Q1 bis Q4 klassifiziert sind. Q1 ist eher jetzt in unseren Darstellung untergeordnet. Q1 wird angewendet, wenn danach noch Fliesenbelege oder dergleichen folgen, wo die Ebenheit jetzt keine große Anforderung hat. Bei uns geht es dann los mit der Klassifizierung Q2. Q2 bedeutet, die Fugen sind eben gleich zugespachtelt, Schraubenlöcher sind eben gleich verspachtelt worden. Die nächste Steigung ist dann Q3, wo dann hier noch zusätzlich die ganze Fläche überspachtelt wird, um die Ebenheit noch besser darzustellen. Und die Königsklasse ist dann die Qualitätsstufe 4, etwas, wo schon auch mehr Aufwand darstellt, wo dann noch zwei Spachtellagen fallflächig aufgebracht werden, mit dem Ziel, eine sehr hohe Ebenheit zu erreichen, die selbst ein Streiflicht bestes Maß erreichen kann. Aber auch da der Hinweis, wir haben eine handwerkliche Leistung, ein Blatt Papier in der Oberfläche kann nicht hergestellt werden, es kann ein sehr gutes Ergebnis gefertigt werden, wo die Aussage vorhanden ist, dass störende Abweichungen nicht erkennbar sind. Also Abweichungen, die nicht gleich auf den ersten Blick erkennbar sind. Spachtelmassen werden ja auch angewendet auf Betonflächen. Das ist ein Klassiker, gerade im Neubaubereich, wo Fertigbetonteile an den Decken angewendet werden. Da werden dann die Spachtelmassen zu erreichen eines schönen Finish, einer glatten Oberfläche dann darüber gesetzt auf diese Betonflächen. Oder auch jetzt da im Innenbereich, wenn jetzt da in der Renovierung andere Wünsche im Raum stehen, zum Beispiel Sie hatten bisher eine sehr grobe Putzstruktur in Ihrem Wohnzimmer, Ihrem Schlafzimmer und wollen das Ganze jetzt da ummodeln, dass glatte Oberflächen jetzt da dann hier im Innenraum vorzufinden sind. Das wird mit Spachtelmassen sehr gut erreicht, eigentlich auch in einer sehr einfachen Weise gut erreicht, sodass hier auch der Charakter von den Oberflächen sehr gut verändert werden kann, auch im Nachhinein gut verändert werden kann. Da gibt es viele Produkte und die grobe Unterscheidung ist, Sie sehen es hier schon, es gibt Produkte als Sackware, als sogenanntes Trockenmaterial und es gibt Produkte verarbeitungsfertig angeliefert im Eimer, wir nennen das Ganze dann in der pastösen Art. Sehr einfacher dann von der Ausführungsart, gerade im Innenbereich. Sie machen den Deckel auf, tun das Rührwerk reinstecken und können dann sofort loslegen. Bei den Trockenmaterialien, wenn was oder was wann gewählt werden soll, wenn ich die Frage bekomme, gebe ich die Frage gerne zurück, mit was arbeiten Sie denn lieber? Es gibt Verarbeiter, die bevorzugen das Trockenmaterial. Die kennen die Arbeitsweise eher, sie haben sich das eher verinnerlicht, dass ein Material vor Ort mit Wasser angemischt wird, dann in die Verarbeitung kommt. Ein Vorteil haben diese Arten von Materialien, sie haben noch mehr Füllkraft. Das heißt, gerade bei Betonfertigteildecken, diesen Fugenverschluss, das Verschließen dieser vorhandenen Fugen, funktioniert mit diesen Materialien besser, weil doch die Füllkraft höher gegeben ist.
Sie haben ein Material, was in der Abtrocknungszeit auch einen Plus bietet, weil die sind in der Regel gipsgebunden und gipsgebundene Materialien trocknen sehr schnell ab, sodass am selben Tag oft mehrere Schichten aufgetragen werden können. Und wir haben ja auch ein Premium-Produkt mit unserem Fino Bello, was hervorragende Verarbeitungseigenschaften besitzt. Das war uns der Benchmark bei der Produktentwicklung. Das Produkt soll Freude machen bei der Arbeit. Das ist uns auch gut gelungen mit Fino Bello. Also sehr geschmeidig im Auftrag, ist schleifbar, also so dass auch glatte Oberflächen in den Qualitätsstufen Q3, Q4 gut mit diesem Produkt umgesetzt werden können. Eine Stufe darunter finden Sie unseren Fino IS20, auch ein gipsbasierende Spachtelmasse, was im Grunde denselben Zweck erfüllt, mit dem Unterschied, dass die Verarbeitungseigenschaften nicht in dieser Premium-Qualität im Vergleich zum Fino Bello vorliegen. Aber ansonsten sieht dasselbe Endziel damit natürlich erreichen. Und da komme ich jetzt da zu den anderen Punkt, komme zu den pastösen Spachtelmassen. Und da darf ich Ihnen jetzt auch ein Highlight-Produkt aus dem Hausebau mit hier präsentieren, unseren Ionit Finish. Eine kalkbasierte Spachtelmasse, verarbeitungsfertig im Eimer geliefert, mit dem enormen Vorteil, dass hier Funktionen mit eingebaut sind. Wir haben bei diesem Produkt spezielle Füllstoffe, die Feuchtigkeit puffern können. Und so haben wir hier die Möglichkeit geschaffen, mit einer Spachtelschicht in einer dünneren Schichtdicke eine sehr gute Funktionseigenschaft der Feuchtepufferung bieten zu können. Ab einer Dicke von 1,5 mm liegt die vor, in dem Maße, dass Sie im Wohnraum hier Erhöhung der Wohnraumqualität erreichen können. Feuchte Spitzen haben wir ja immer im Wohnraum, sei es durch Kochen, sei es durch Duschen, sei es durch Pflanzen, die Feuchtigkeit abgeben. Diese feuchte Spitzen können über die Wandflächen aufgenommen werden und wenn der Raum dann einmal gelüftet wird, die Feuchte wieder abgeführt wird, wird es wieder an den Raum zurückgegeben, wieder freigegeben. Also eine Spachtelmasse, die natürlich den Zweck erfüllt, glatte Oberflächen zu erwirken, gepaart mit der Funktion, dass die Wohnraumqualität verbessert werden kann. Warum haben wir so ein Produkt? Wir sehen da enorme Anwendungsfelder, wo diese Art von Produkt Sinn macht. Auf, ich nenne es mal in Funktionseigenschaften, tote Flächen wie Betonflächen, Gipskartonflächen oder in der Renovierung, wo so eine Eigenschaft vorher noch nicht gegeben war, wenn ein alter Gipsputz zum Beispiel drunter ist. Da können wir zwei Effekte erzielen. Zum einen, wir schaffen das eigentliche Ziel, glätten der Oberfläche, verändern der Oberfläche zu einer hohen Qualität an Glatterscheinung. Und zum anderen, gepaart mit der Funktion, dass wir im Wohnraum Gutes tun, in Ihrer Lebensgewohnheit Gutes tun, weil diese Feuchtepuffereigenschaft eine tolle Eigenschaft ist, um sich daheim angenehmer zu fühlen. Das nächste auch aus dem mineralischen Bereich, auch auf Kalkbasis, also man kann sagen, eigentlich ein ähnliches Produkt wie die Ionit Finish, nicht mit diesen speziellen Komponenten versehen, dass Feuchtepufferung in dem hohen Maße möglich ist, ist unser Klimafinish. Und da interessant für Endkunden, die sehr viel Wert legen auf mineralische Produkte, die wo hier das Vorurteil oder in Vorteil vielleicht jetzt da übertrieben. Ich sage mal, diese Einschränkung haben, Sie wollen keine kunststoffbasierenden Produkte in Ihrem Wohnraum in großem Maße haben. Denen können wir mit Klimafinish ein tolles Produkt an die Hand geben. Also Sie erreichen das, was man mit Spachtelmassen erreichen will. Glatte Oberfläche mit einem unbedenklichen Produkt. Es ist bei uns eco-zertifiziert. Eco-zertifiziert heißt, es liegt ein Nachweis vor, dass es absolut frei von Schadstoffen jeglicher Art ist, sodass hier Unbedenklichkeit auf gesundheitlicher Basis enorm gegeben ist. Und der Klimafinish ist mein Lieblingsprodukt im Innenbereich. Warum zeige ich Ihnen in den nächsten Folien? Wir liefern Ihnen den Klimafinish auch als getönte Variante. Und Sie können in sehr einfacher Art und Weise hier interessante Oberflächen damit erstellen. Also Sie bringen die Spachtelmasse zweimalig auf, machen dann noch einen Schleifvorgang, um eine gute Glätte zu haben und können das dann mit einem Sanova-Primer als farblosen Überzug nur überziehen, um den Schleifstaub, der eventuell nicht ganz abgekehrt werden konnte, noch zu binden, dass hier keine Verschmutzung an der Oberfläche stattfindet und erreichen damit sehr interessante, wolkige, changierte Oberflächen.
Und das Ganze erreichen Sie nicht mit irgendwelchen aufwendigen Arbeitsgängen. Sie bringen die Spachtelmasse wie gewohnt auf. Sie ziehen die auf, wie Sie es bisher auch gemacht haben, und bekommen automatisch mit dem Klimafinish diese edel anmutende Oberfläche am Ende als Ergebnis. Also ein sehr tolles Produkt, gesund Wohnenbereich, mit dem Ergebnis, dass Sie auch ohne Anstrich hier mit dem Spachtelgang schon ein sehr interessantes Finish erreicht haben. Und dann kommen wir jetzt zu dem Punkt, was bei Spachtelmassen immer am meisten Anwendung findet. Das sind unsere dispersionsgebundene Spachtelmassen, haben wir als spritzbare, maschinengängige, auch als Handspachtel. Hier jetzt die spritzbare, was mit einem Airless aufgetragen wird. Sehr rationell, also gerade im Neubaubereich, großes Thema. Als Vergleich, wenn Sie jetzt mit einem Handspachtel arbeiten, wenn Sie eine Tagesleistung von ca. 80 Quadratmeter haben, mit diesen Spritzspachtelmassen schaffen Sie Tagesleistungen bis zu 400 Quadratmeter. Also in der Rationalität nicht zu schlagen. Es geht auch um Sprengeltechnik. Sprengeltechnik heißt, dass Sie mit der besonderen Düse am Airless eine Oberfläche erzeugen können, die einer Raufasertapete sehr ähnlich in der Wirkung ist. Das Produkt ist lösen- und mittel- und weichmacherfrei, sehr geschmeidig in der Verarbeitung, auch sehr gut und leicht zum Schleifen, sodass Sie hier hohe Oberflächengüten erreichen. Wie gesagt, eigentlich das Nonplusultra, wenn die Anforderung ist, gerade im Neubau, Betondeckenflächen in großen Stile mit einem Klettspachtelvorgang zu versehen. Wir haben natürlich auch ein Produkt für Flächen, wo jetzt mehr der Handspachtelauftrag macht, weil wenn es jetzt gerade eine Renovierung am Wohnzimmer, die Wandflächen jetzt da glatt überziehen, wird oft dieser maschinelle Aufwand überzogen sein. Unser Handspachtel S, auch ein tolles Produkt, auch sehr geschmeidig, also ich lade Sie ein, probieren Sie es einmal, dass Sie sich selber überzeugen können, selber Bild machen können davon. Wirklich toll in der Verarbeitung, geht leicht von der Traufe und um gute Oberflächengüten zu erreichen, auch gut schleifbar. Da habe ich Ihnen jetzt, was Airless betrifft, mal einen Film mitgebracht für diejenigen, wo sowas noch nie so beobachten konnten, wie funktioniert das Ganze. Ist sehr simpel, also es wird das Material über diese Anlage, über diese Kolbenpumpe, was das Gerät da vorne besitzt, über einen Schlauch zur Düse vortransportiert und dann unter hohem Druck dann auf die Oberfläche aufgetragen. So, dann Film ab. Haben Sie jetzt gesehen, wie rationell das Ganze funktioniert? Also einer bringt das Material auf die Wandflächen, der zweite Mitarbeiter klettet das Ganze. Also mit zwei Mitarbeitern schaffen Sie enorme Flächenleistungen mit diesem maschinellen Verfahren. Und was mir jetzt aber wichtig ist, unser Produkt Klimafinish ist nicht mit herkömmlichen Airless-Geräten zu verarbeiten. Der Grund, wir haben ein kalkbasierendes Produkt, was unter hohem Druck Klumpenbildung erzeugen kann. Bedeutet, Sie hätten andauernd Düsenverstopfer, die wohl ärgerlich sind und natürlich auch die Flächenleistung stark verringern. Es gibt von, beispielhaft jetzt da hier gezeigt von der Firma Krako, ein sehr starkes Gerät, wo auch diese Spachtelmasse gut aufgetragen werden kann, die T-Max. Ich zeige Ihnen jetzt im folgenden Film, dass die Verarbeitungsweise natürlich die gleiche ist, aber mit dem Unterschied, dass hier natürlich eine stark leistungsstärkere Maschine verwendet wird. Dann auch wieder nochmal Film ab für die zweite Show. Also man kann es gut erkennen anhand der Videos auch, es bringt eine Erleichterung, natürlich interessant, wenn dementsprechend große Flächen dahinter stehen, ist für die Spachtelmassen. Wenn Sie das richtige Gerät noch in der Verwendung haben, haben Sie Freude damit, Ihre Mitarbeiter werden es Ihnen auch danken, weil es auch in dem Aufwand, in der Arbeitsweise eine große Erleichterung ist. So, nun zum letzten Punkt, die Innenfarben.
das Spannende eigentlich, weil jetzt kommen wir zu dem Punkt, wo das Finish darstellen, wo hier die visuelle Oberfläche dann zeigen. Da haben wir Ihnen auch einige Produkte anzubieten. Ich gehe mal jetzt kurz in die einzelnen Produktsparten rein, weil wir wollen ja am Ende ja auch wissen, bei der Produktauswahl, welches macht Sinn, welches Produkt sollte in welchem Anforderungsprofil verwendet werden. Und damit der Unterscheidung leichter fallen kann, gibt es für die Innenfarben auch eine eigene Norm, wo hier Unterscheidungen klassifiziert werden. Die DIN 13300, also da werden unter Laborbedingungen Prüfungen an den Farbbeschichtungen vorgenommen werden, wo anhand der Ergebnisse unterschiedliche Einteilungen erfolgen. Eine Prüfung ist die Nassabriebbeständigkeit. Nassabriebbeständigkeit, stellen Sie sich so vor, die Widerstandsfähigkeit an der Oberfläche, wie stabil ist eine Oberfläche gegenüber einer mechanischen Einwirkung. Wie jetzt da hier das Beispiel, wenn Sie eine Verschmutzung haben und dann mit einem Schwamm die Verschmutzung wegreiben wollen, wie stabil zeigt sich diese Farbe gegenüber diesen Einwirkungen. Gemessen wird das Ganze mit einem definierten Verfahren, mit diesem Gerät, was Sie hier unten sehen. Es ist ein spezielles Gerät, wo ein Schlitten aufgebracht wird und dieser Schlitten hat auf der Unterseite eine geraute Oberfläche, die ähnlich zu sehen ist wie dieses Vlies, was bei diesen Topschwämmen unten angebracht ist. Um hier den Messvorgang starten zu können, wird mit der jeweiligen Farbe eine Filmschicht gebildet. Das heißt, auf einer Glasplatte wird mit einer definierten Schichtdicke ein Farbfilm aufgetragen. Nach Trocknung von diesem Farbfilm wird dieser in diesem Gerät da unten eingespannt und dann diese mechanischen Wirkung mit 200 Schleifvorgängen mit 200 Hin- und Herbewegungen ausgesetzt. Ist dieser Prozess abgegolten, wird dann die Filmdicke von dieser Farbbeschichtung erneut gemessen. Und anhand dieses Verlustes an Schichtdicke erfolgt dann die Klassifizierung nach den jeweiligen Nassabriebbeständigkeitsklassen. Klasse 1 ist die höchstmöglichste, bedeutet, dass hier fast kein Abtrag an Schichtdicke stattgefunden hat. Nach unten gliedert sich das dann immer weiter runter. Nehmen Sie sie mit als Faustregel. Es sollte hier im Innenbereich mindestens eine Farbe verwendet werden mit Nassabrieb Klasse 3 in der Bewertung, in der Ausprägung. Alles darunter zeigt dann doch zu wenig Stabilität, sodass so beispielsweise bei der Nassabrieb Klasse 5 der Zustand vorliegt, dass wenn Sie mit einem dunklen Sakko an der Wand reiben, wenn Sie diese Abreibespuren hier an Ihrem Sakko dann vorfinden, je nach Farbton, was die Wandoberfläche dann hat. Zweites Kriterium, auch wichtiges Kriterium für die Qualitätsbeurteilung, ist das Kontrastverhältnis. Kontrastverhältnis wird so ermittelt, Sie sehen es hier, wir haben eine Schwarz-Weiß-Karte mit einer schwarzen Fläche, einer weißen Fläche, wo dann die Farbbeschichtung über beide Oberflächen auch in einer definierten Schichtdicke aufgezogen wird. Nach Trocknung wird mit einem speziellen Gerät das Kontrastverhältnis gemessen. Das heißt, wie stark weicht mein Kontrastwert auf der schwarzen Oberfläche von dem gemessenen Wert auf der weißen Fläche ab. Mit diesem Ergebnis werden auch hier Einstufungen vorgenommen. Wir haben das klassifiziert mit dem Begriff Deckvermögen. Und da gibt es jetzt seit letzten Jahr neue Klassen in der Bezeichnung. Die Klasse selber hat sich nicht verändert. Einstufung erfolgt zwischen 1 und 4. Klasse 1 ist die höchstmögliche Stufe, das heißt, eine Innenfarbe, wo mit Klasse 1 ein Deckvermögen ausgewiesen ist, bringt Ihnen die Sicherheit, dass bestmögliches Deckvermögen vorliegt und Sie in der Regel bei einer Renovierung mit einem Anstrich Ihr gewünschtes Ergebnis erreichen. Wo können Sie das Ganze dann finden, wie die Farbe dementsprechend eingeteilt ist? Ich bringe es Ihnen ein Beispiel bei unserem Gebinde. Wir haben jetzt hier am Rand so ein blaues Feld, wo wir das Ganze mit Sterne bewerten, wo wir sagen, Klasse 1 wird bei uns mit 3 Sternen angegeben. Weiter ist es auch ein Produktdatenblatt einsehbar, was auf der Homepage über jedes Produkt verfügbar ist. Da gibt es eine Spalte mit den technischen Angaben und da ist dann auch die Deckkraftklasse und die Nassabriebklasse mit bestimmt. Und bei der Nassabriebklasse finden Sie hinten noch eine Ergiebigkeitszahl, zum Beispiel mit 7 Quadratmeter pro Liter, wo Ihnen dann auch noch zeigt, wie verbrauchsorientiert die Farbe ist. Je höher die Zahl, desto mehr Quadratmeter können Sie mit einem Eimer dementsprechend streichen.
Gut, so viel von weg. Sie wissen, wie es die Einteilung ist, was wünsche ich, welche Qualitätsstufe ist für mich interessant. Jetzt gehen wir mal in unsere Produkte dann rein. Am Anfang darf ich Ihnen wieder unser Premium-Produkt präsentieren, Ionic Color, also zu der Spachtelmasse, die Ionic Finish, was wir vorher besprochen hatten. Gibt es auch das passende Produkt als Beschichtungssystem, was auch zwingend zu nehmen ist, wenn man diese feuchte regulierende Eigenschaft in Verbindung mit einer Ionenbildung nutzen will. Ionenbildung heißt, mit dieser Farbe wird erreicht, dass im Raum Luft Ionen vorhanden sind, die Partikel an sich binden können und Partikel in der Form, dass Aerosole, Pollen und Feinstaub aus der Luftatmosphäre herausgenommen werden. Also grob skizziert erreichen wir mit dieser Farbe Ionic Color, aufgetragen auf eine Ionic Finish Spachtelmasse, dass eine Luftreinigung stattfindet. Nächste ist dann unsere Klimacolor. Klimacolor, eine Silikatfarbe, wo auch geprüft wohngesund ist, wo wir auch das Eco-Label haben, dass sie absolute Schadstofffreiheit vorlegt, wo hoch Wasserdampf durchlässig ist und für uns die einzige Empfehlung ist, wenn Sie reine Kalkputze in den als Untergrund vorliegen haben oder unser Anti-Schimmelsystem. Warum diese Farbe und keine andere? Ich will es Ihnen kurz erläutern. Bei Kalkfarben wissen wir auch, dass dieses Sorptionsverhalten bei diesen Putzlagen gegeben ist. Sorptionsverhalten ist diese Eigenschaft, wo Feuchtigkeit in die Putzlage gepuffert werden kann, wenn sie zu viel im Raum vorhanden ist und dann später wieder, wenn die Luftfeuchtigkeit im Raum abnimmt, durch Lüftung und dergleichen wieder zurückgeführt wird. Kalkputz hat diese Eigenschaft enorm. Sie sehen es hier in den verschiedenen Diagrammen, wo unten dann der Gipsputz wenig Feuchtigkeit aufnimmt, der Kalkputz sehr viel puffern kann. Für das brauche ich aber eine Beschichtung, die mir diese Luftfeuchtigkeit an die Putzlage hindurch transportieren kann. Und da habe ich Ihnen mal eine mikroskopische Aufnahme dabei zwischen einer klassischen Dispersionsfarbe und einer Silikatfarbe wie unser Klimacolor. Und da können Sie schon erkennen, eine Dispersionsfarbe hat ein sehr geschlossen poriges Gefüge, wo jetzt da eine Diffusionsoffenheit, eine Durchwanderung mit Luftfeuchtigkeit vermindert stattfindet. Bei einer silikatisch basierenden Farbe wie der Klimacolor ist die Offenporigkeit im hohen Maße gegeben, sodass hier eine hohe Diffusionsfähigkeit vorliegt. Und da kurze Erläuterung, es fällt ja auch oft das Wort Atmungsaktivität. Vom Sinn her ist damit gemeint, dass eine hohe Diffusionsfähigkeit vorliegt. Wir Fachleute sprechen, nehmen das Wort lieber nicht in den Mund, weil am Wand hat er keine Lunge, kann dadurch keinen Außeneinatmeneffekt erzeugen. Aber sinnbildlich ist natürlich dasselbe damit als Ziel gemeint. Und natürlich auch unser Anti-Schimmelsystem. Sie kennen das System vielleicht. Wenn Sie Problematik haben, gerade im Schlafzimmer, Außenwand, dass öfter Schimmelbefall vorliegt, sowas kann man gegenwirken mit speziellen Platten, die auch diese feuchte Puffereigenschaft gepaart mit einem Wärmedämmeffekt besitzen. Aber dass hier die feuchte Pufferung zuverlässig funktioniert, brauchen wir auch eine Farbbeschichtung, die mir die Feuchtigkeit hindurch bis zu diesen Platten transportieren kann. Deswegen erste Wahl, Kalkputz, Schimmelsystem, Klimacolor. Kommen wir zu den Innenfarben. Innenfarben auf Dispersionsbasis bringen den Vorteil einfach in der Verarbeitung. Sie können so gut wie nichts falsch machen, sehr geschmeidig, und auch je nach Produktart sehr leistungsstark. Und da zeige ich Ihnen gleich unser Highlight-Produkt, unser Divina Perfekt. Was zeichnet diese Farbe aus? Deckkraftklasse 1, also höchstmöglichste Deckungsstufe. Sie schafft mit einem Anstrich in der Regel eine abnahmefähige Oberfläche. Streiflicht unempfindlich, moderne Bauweise, wenn Sie glatte Oberflächen an sonnenbestrahlte Flächen haben, durch große Balkontür Sonnenlicht einfällt, ist es bei klassischen Farben so, dass Sie die Rollerspuren dann im Streiflicht leicht erkennen können. Passiert Ihnen mit dieser Farbe nicht. Und was auch ist, optimal ausbesserungsfähig. Heißt, wenn da mal irgendeine Verschmutzung vorhanden ist, Sie nachbessern müssen, fällt die Aufbesserung nicht gleich auf den ersten Blick störend auf. Und deswegen auch meine persönliche Highlight-Farbe aus dieser Produktgruppe, die Verarbeitung macht richtig Spaß. Also ich habe es Ihnen ja schon gesagt, ich bin gelernter Maler und da haben wir einen Fachbegriff, wenn eine Farbe gut funktioniert, dann flutscht die. Und diese Farbe ist sehr super flutschig, um jetzt in diesem Wortauswahl dann zu bleiben. Dann die nächste Farbe ist unsere Divina Latex Sator.
Sator beschreibt dann, dass hier eine seitenglänzende Oberfläche vorliegt und das hat den enormen Vorteil, dass die Reinigungsfähigkeit besser gegeben ist. Wir haben ein glatteres Gefüge, dadurch ist der Glanz vorhanden und mit einem glatteren Gefüge kann Schmutz schlechter ankrallen. Beispiel kennen Sie ja, Fliese ist super zum Reinigen, die Fliesenfugen schlechter zum Reinigen, weil die jetzt da aufgerauter sind. Den Fliesenoberflächencharakter schaffen wir mit der Sator, also eine Farbe, wenn Reinigung das erste Maß, die Anforderung an die Oberfläche ist. Dann komme ich zum nächsten Produkt, eine Neuheit bei uns in diesem Jahr. Wir haben eine Innendispersion frei von Biozidenwirkstoffen, also selbst das Konservierungsmittel konnte ersetzt werden in eine unbedenkliche Komponente, wo frei von chemischen Wirkstoffen ist. Wie ich Ihnen schon bei der Grundierung gesagt habe, der Trend ist da, dass diese Nachfrage vorhanden ist. Wir haben eine qualitativ hochwertige Farbe damit ausgestattet, sodass Sie in der Einschichtqualität, also sprich mit einem Anstrich wird das Ergebnis in der Regel abnahmereif erzielt, konservierungsmittelfrei Ihre Kunden bedienen können. Natürlich gibt es die Klassik, Einschichtqualität, hohe Qualität, jetzt nicht mit der Streiflichttauglichkeit ausgestattet, aber ansonsten eine sehr gute Farbe. In der üblichen bekannten Variante, wenn jetzt dieser Wunsch nicht da ist, wenn Konservierungsmittel dann weiterhin akzeptiert werden, was momentan in der Regel noch der Fall ist. Und als letztes darf ich Ihnen unser Divina Objekt vorstellen. Divina Objekt jetzt mit der Nassdeckkraftklasse in dem unteren Bereich, gedacht eher im Neubaubereich, wo sowieso zwei Anstriche notwendig sind und die Deckkraftklasse jetzt nicht die höchste Qualität haben muss. Hier eher der Preis im Vordergrund steht, sodass hier Preis-Leistung am besten angetroffen wird. Es ist natürlich die Frage, jetzt haben die so viele Eimer und warum gibt es gerade bei den Divina so viele verschiedene? Langt da nicht eine, dass mir die Auswahl nicht so schwer fällt? Ich möchte es mit Ihnen jetzt durchgehen. Warum so viele? Das hat alles seine Berechtigung. Fangen wir an mit unserer Premium-Qualität. Wir haben hier höchstwertigste Qualität und gerade wenn Thema Streiflichtunempfindlichkeit gefordert ist, weil hier Sonneneinstrahlung im Raum durch Raumhohe Fenster vorhanden ist, bleibt die Wahl nur noch auf diese Farbe. Und Silatic Sator hat den Fokus, wenn enorme Reinigungsfähigkeit gewünscht ist, Beispiel jetzt ein Treppenhaus, wo hochfrequentiert wird, wo Verschmutzungen doch eher stattfinden können. Und dann Spezial, wenn konservierungsmittelfreie Innendispersionsfarbe als Ausprägung haben soll, ist Classic Pur dann die erste Wahl. Und dann in der Renovierung, wenn Sie jetzt dann nicht die höchstmöglichste Qualität benötigen, dann langt Ihnen die Divina Classic, wenn auch Konservierungsmittel akzeptiert werden. Und wie gesagt, im Neubaubereich, wo E2-mal gestrichen wird, ist die Basic, die Objekt dann die Basis, die wo hier der Treffer als beste Farbe dann darstellt. Wir vom Baumit haben uns auch noch Gedanken gemacht. Wir haben gedacht, wie können wir das Ganze noch einteilen, dass hier die Auswahl leichter fallen kann. Und da haben wir jetzt da ein tolles Motto gefunden. Ist auch Wortspielerei. Drei auf einen Streich. Streich klar, weil ich streiche auch die Farbe und habe dann jetzt drei Hauptgruppen, wo ich schon mal grob skizziert die Hauptauswahl treffe, weil die drei Säulen sind die wohngesunden Produkte, wo der Fokus jetzt da auf Schadstofffreiheit und auf Verbesserung des Wohnraumklimas liegt. Die universellen, wo das Ergebnis bestmöglich erreicht werden soll, in einer guten Ausführungsart. Oder dann die wirtschaftlichen, wo der Preis im Vordergrund steht oder wie bei der Farbe Objekt sowieso ein zweimaliger Anstrich vorgesehen ist und hierfür nicht das höchstpreisigste Produkt Verwendung finden soll. Und da gehe ich noch mal kurz durch mit Ihnen. Wir haben da eine tolle Broschüre, fordern Sie sie an. Wir haben viele tolle Informationen in dieser Broschüre. Wir zeigen bei den wohngesunden Innenfarben das Prinzip unseres Ionit-Systems, wie eine Luftreinigung hier stattfindet. Zeigen Ihnen auch bei der Klimacolor die Vorteile mit der Schadstofffreiheit und dergleichen. Und gehen auch auf unsere neue Grundierung ein, wo wir sehr stolz sind, dass wir sowas entwickeln konnten. Also eine konservierungsmittelfreie Grundierung in Gelstruktur, wo auf Schadstofffreiheit den Vortrag bringt und in der Verarbeitung auch ein Plus darstellt. Und Sanova Primer, die mineralische Grundierung, was ja, weil es auf mineralischer Basis ist, ja auch als wohngesund die Einstufung findet, weil hier Schadstofffreiheit gegeben ist. Bei den Spachtelmassen
haben wir auch die zwei Produkte, was wir vorhin besprochen haben. Wir haben unseren Ionit Finish, unser Klima Finish. Und hier jetzt noch als Ergänzung in der Broschüre die Klimaklett W aus dem Bereich der Kalkputze. Wenn Sie hier im Kalkputzaufbau noch als Endfinish eine Kalkklette auftragen wollen. Universelle Innenfarben, da haben wir dann auch immer hier angegeben, Nassabrieb Klasse 1, Deckvermögen 1, Sie sehen, unser Divina Perfekt ist in der höchsten Klasse zu finden, höchste Qualität, was damit vorliegt. Bei der Sator auch natürlich in der Reinigungskategorie 1 und Deckvermögen dann in der Klasse 2 vorzufinden. Und dasselbe dann bei den anderen Innenfarben, die wohl den universellen Charakter haben, Klassik, Klassik pur, wo Einschichtfarben sind und dann hier das bestmögliche Ergebnis erreicht wird. Die universelle Grundierung ist unser Multiprimer auf allen Arten von Untergründen einzusetzen. Also da brauchen Sie sich auch keinen Kopf machen. Ist dieser Untergrund für die Grundierung geeignet? Er geht auf allen baustilüblichen Untergründen in der Anwendung. Und dann bei den Spachtelmassen ist dann hier der Fino Bello und der Handspachtel S dann die Wahl, um hier das bestmöglichste Ergebnis bei sehr guter Qualität zu erreichen. Und dann am Ende noch die wirtschaftlichen Innenfarben und Spachtelmassen, natürlich unsere Spritzspachtelmasse, weil hier rationell wirtschaftlich interessant verarbeitet werden kann mit großer Flächenleistung. Unser Divina Objekt, wo hier Preis-Leistung in gutem Maße gegeben ist, oder dann der Easy Primer, wenn gerade bei Gipskartonflächen nicht höchste Eindringtiefe gefordert ist. Was wir in dieser Broschüre auch haben, interessant für die Verarbeitung. Wir zeigen Ihnen ein paar Tipps und Tricks, worauf soll geachtet werden. Ein sehr wertvolles, dieses Beispiel zeigt es natürlich ein bisschen überzogen. Wenn Sie farbige Produkte bei uns bestellen, stellen Sie sicher, dass Sie angeben bei der Bestellung, es ist eine Nachbestellung, damit hier auch tatsächlich 100% die gleiche Rezeptur vorliegt, sodass hier, wenn jetzt einmal Aktualisierung stattfindet beim Produkt, bei den Farbtonrezepturenerstellungen, hier keine unterschiedlichen Farbtöne geliefert werden. Also in der Regel ist es schon so, die Farbtöne sind alle im Toleranzbereich. Was heißt in der Regel, ist es garantiert so. Es ist aber so, dass chargenbedingt leichte Abweichungen vorhanden sein können, die dann zu eventuell erkennbaren Unterschieden in einer Fläche führen. Aber wenn Sie das so auch einhalten, dass Sie das immer zwingend mit angeben, kann nichts daneben gehen. Auch beim Werkzeug zeigen wir Ihnen auch Tipps und Tricks, zum Beispiel bei der Walze, da kann man viel falsch machen, gerade bei hochwertigen Farben. Wenn Sie unsere Divina perfekt auf glatten Oberflächen einsetzen, verwenden Sie einen Kurzflorwalze. Kurzflorwalze heißt, wie Sie da sehen, wo der Besatz kurzflorig ist, also keine besonders große Länge zeigt. Diese Langflorwalzen, eben mit Gepolsterung, verwendet man eher bei groben Untergründen, eher bei Putzen, gerade im Außenbereich, im Innenbereich, klar die Oberflächen. Kurzflorwalzen, sie haben bessere Ergebnisse beim Verbrauch, auch wie beim Deckvermögen, weil die Farbe nicht vor der Rolle dann so herrutscht. Oder auch Airless-Verarbeitung, wo wir Ihnen Tipps und Tricks geben, welche Düse, welches Gerät, mit welchem Durchlauf sollte bei welchem Produkt bei der Spachtelmasse verwendet werden, wie bei der Klimafinish, die leistungsstärkste Variante mit der T-Max und bei der Untergrundvorbereitung, das, was wir ja heute schon besprochen hatten. Wann sollte was verwendet werden oder warum ist eine Grundierung sehr sinnvoll? Nochmal zur Erinnerung, die Qualität der Endbeschichtung ist stark abhängig von der Untergrundvorbereitung. Wir zeigen Ihnen auch ein paar so Fachbegriffe, was sowas darstellt, zum Beispiel Chargennummer. Chargennummer, wo Ihnen ja immer angibt, wann war das Produktionsdatum von dem jeweiligen Produkt. Wir haben bei den Spachtelmassen, wie bei den Farben in der Regel 2 Jahre Lagerdauer als Mindesthaltbarkeitsdatum gegeben. So können Sie für sich selber auch kontrollieren, liege ich noch in dieser Range oder ist dieses Produkt eventuell schon darüber hinaus und ihr müsst mal prüfen, ob die Verarbeitung noch gegeben ist. Oder jetzt auch die Labels, wo wir dann noch vorhanden haben, wie unser Pure. Pure ist jetzt der Abbau mit Begriff, wo jetzt beschreibt, dass hier auf Biozide Wirkstoffe reduziert im Einsatz sind oder im Innenbereich ganz darauf gesichtet wird. Oder dann auch die Beschreibung der Norm. Man darf eine Silikatfarbe innen nach Norm benannt werden. Was ist darauf zu achten, dass hier zum Beispiel der Masseanteile organische Bestandteile unter 5% liegt, oder wir erläutern auch, was gibt es für verschiedene Label, wo Produkte auszeichnen, dass hier gerade auf Schadstoff
Ausdunstungen, Emissionen sehr viel Wert gelegt wird, dass die stark unterbunden oder sogar zum größten Teil gar nicht vorhanden sind. Also da gute Informationen, darf ich Sie anregen, fordern Sie die Broschüre an, da sind wir sehr gut unterwegs und sehr stolz, dass wir Ihnen sowas bieten können. Weil sind wir am Ende, dein Vortrag hat es Ihnen hoffentlich in gewisser Art und Weise weitergebracht. Wenn Sie vor so einem Regal stehen, viele Eimer, Sie haben einen Anwendungsfall, was wäre dann für mich die beste Wahl? So haben wir jetzt zusammen die letzten Minuten miteinander das Thema behandelt, dass Sie wissen, je nach Anforderung ist welches Produkt die beste Wahl, was ist dann das Beste, dass ich hier zu meinem zufriedenen Ergebnis komme. Und dann bedanke ich mich jetzt da, dass Sie Zeit gefunden haben. Würde mich freuen, wenn Sie auch unsere andere Akademie-Team besuchen. Wir haben noch andere spannende Themen, wo wir es mit Ihnen dann durchgehen können. Und wünsche Ihnen weiterhin noch gute Zeit und vor allen Dingen ein gesundes und ein erfolgreiches Jahr. Dankeschön.